Ich bin der Flemur Schala von der Firma Fokus Strategie GmbH der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 6004 Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Donnerstag, 26. August 2021 und sind mit Aufgabe Nummer 9d. Jetzt haben wir hier als y gleich 45x minus 120. Das ist das eine y, das andere y ist dann minus 5x plus 80. Jetzt soll der Schnittpunkt der beiden Geraden herausgefunden werden. Mit den jeweiligen Funktionsgleichungen jetzt. Grundsätzlich. Jetzt haben wir hier x- und y-Koordinaten. So, jetzt haben wir hier 2 Grade. Ja. So. Was bedeutet Schnittpunkt? Das bedeutet, wir haben das gleiche x und das gleiche y. Das ist das, was es bedeutet. Das heisst, da ist x ist für beide gleich und für y haben wir y1 gleich y2. Wir haben sonst jedes Mal einen anderen Wert. Für das x haben wir dann das y und das y. Ja, da haben wir wieder unterschiedliche Werte. Und wenn wir 2 Graden haben, falls sie parallel sind, dann werden sie sich nie schneiden. Das ist der einzige Fall, wo sie sich nie schneiden. Und sonst, die 2 Graden müssen sich immer irgendwo im Raum schneiden. Ja, also wenn das so ist, dann werden sie sich irgendwo da unten einschneiden. Wenn die gerade eher ein bisschen so da aussehen, dann werden sie sich da oben irgendwo schneiden. Außer sie sind aber wirklich parallel. Also sie haben beide die gleiche Steigung, aber schneiden das y an einem anderen Punkt. Ja. Dann sind sie parallel und dann schneiden sie sich nie. Also sie berühren sich auch nie, außer sie sind liegen aufeinander. Das ist etwas anderes. Ja, und dann kann das vielleicht als Aufgabe so angegeben werden, dass man. Nein, ja, grundsätzlich. Ja. Wenn man zum Beispiel Brüche einsetzt, und dann muss man die Term vereinfachen und dann sehen wir es nachher. Aber hier ist das dann wichtig. X ist gleich und das y ist gleich. Das heisst, wir setzen y gleich 1 gleich y2. So muss das x rauskommen, das gleich ist. Dann nehmen wir noch 45x minus 120 gleich minus 5x plus 80. So, und jetzt rechnen wir auf beiden Seiten plus 5x. Das geht dann 50x minus 120 gleich 80 und auf der anderen Seite plus 120. Das ist 200 und hier haben wir 50x. Jetzt rechnen wir geteilt durch 50 und dann haben wir x gleich 200 durch 50. Das geht 4. Ja, also oben haben wir 200, ist ja nichts anderes als 4 mal 50 über 50. Und das ist x gleich 4. So, jetzt haben wir hier x gleich 4. Und dann geht es das gleiche y. Sonst kann man den Wert schnell oben einsetzen. Da, für x, ja, 45 mal 4 minus 120. Und dann minus 5 mal 4 plus 80. Das geht oben durch. 4 mal 40 ist 160. Plus 5 mal 4, 20, also 180. Minus 120, das gibt 60. Und unten drauf, minus 5 mal 4, das ist 20. Minus 20, ja, und minus 20 plus 80 geht auch 60. Das heisst, wir haben hier. Ja, also wenn es x4 ist, dann ist es y 60. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie. Ja, also die beiden Graphen, die würden hier jetzt. In dem Fall, ja.
Ich habe jetzt einfach zwei Graphen genommen. Y1, das sieht eher so aus. Das ist Y1. Und das Y2, das sieht dann eher so aus. Ja, und die schneiden sich da. Das heisst, wir haben hier zum Beispiel eine Einnahme- und Ausgabefunktion. Beispiel, ja. Die Einnahmen, die steigen mit der Produktion und ja, das in der Realität sieht das schon anders aus. Kommt darauf an, in welcher Geschäftstätigkeit das man ist. Ja, und dann hat man das zum Beispiel so und dann kann man, weiss man, das gleiche X ist das gleiche Y. Jetzt kann man die Frage stellen, ja, können wir dann auch X jeweils gleich setzen und nach dem Y suchen? Das können wir gerade ausprobieren. Ich mache das gerade im nächsten. Ich veröffentliche das als nächste Teilaufgabe. Gut.